Hey, was machst du da mit dem Astronauten? Ich sehe sie. Da drüben. Ja, aber was machen sie denn da? Oh nein, der ist jetzt weg. Was? Was ist passiert? Wenn das Dandore nicht mächtig ist, kann auf diesem Planeten nicht überleben. Doch die Blätter retten alle. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pikmin 4, hier auf Katze. Komm mit, Ochin, wir müssen weiter. Aus dem vor kurzem entdeckten Gebiet empfange ich Signale, die möglicherweise von weiteren Gestrandeten stammen. Es ist gut möglich, dass darunter auch ein Mitglied der Rettungscrew ist. Bitte rette diese Leute schnell. Wir zählen auf dich. Okay, dann brechen wir auf. Dies sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Wir möchten natürlich erst einmal zurück zur sonnigen Anhöhe. Alarm, Alarm, Alarm. Okay. Sehr schön. Erblühender Park, da geht es für uns theoretisch weiter. Aber in der letzten Folge habe ich euch bereits erzählt, da gibt es etwas, was ich entdeckt habe. Und zwar dieser komische Captain Olimar-ähnliche Astronaut mit seinem blauen Hund. Und da möchte ich der ganzen Sache mal auf die Spur kommen, der Sache nachgehen. Sonnige Anhöhe, da sind wir auch schon. Und zu Beginn eines Abenteuers, also eines Tages in dem Fall, holen wir uns natürlich frische Pikmin aus der Zwiebel. Hier seht ihr auch schon, dass ich über 100 habe, über 100 rote Pikmin, wie vor kurzem schon angemerkt. Allerdings sollte ich dringend mal meine Eis-Pikmin aufrüsten, also aufwerten, weitere sammeln. Wir haben nur 10 und diese 10 Eis-Pikmin haben wir auch ständig dabei. Also wenn ich mal ein paar verlieren sollte, dann ist ein großes Problem am Start. Denn aktuell habe ich ja nicht mehr. Wie komme ich denn da rüber? Den fand ich ja auch sehr, sehr komisch, diesen Astronauten da hinten. Wir werden aber noch an eine andere Stelle gehen, nämlich da, wo wir ja Captain Olimar, so möchte ich ihn mal nennen, weil er so aussieht, getroffen haben. Und das zusammen mit seinem blauen Hund. Hier haben wir auch schon alles abtransportiert. Da war ja diese Zwiebel, die dafür gesorgt hat, dass wir ab sofort auch gelbe Pikmin vermehren können. Und ja, jetzt wäre es natürlich ziemlich geschickt für uns, wenn wir in Zukunft auch noch Eis-Pikmin vermehren könnten. Ich gehe mal davon aus, dass wir hierfür eine Knolle finden müssen, die unsere Zwiebel hellblau gestaltet, sodass sie dreifarbig ist. Rot für die roten Pikmin, gelb für die gelben Pikmin, als auch hellblau für die Eis-Pikmin. Später kommt dann wahrscheinlich, so gehe ich stark davon aus, so eine Farbe wie dunkelblau dazu, um auch Wasser-Pikmin transportieren zu können. Das sind die blauen Pikmin. Die sind mit ziemlicher Sicherheit hier auch im Spiel vertreten. So, da gibt es auch noch was zu entdecken. Da müsste ich einmal über die Brücke. Aber war das die Stelle, wo wir den Captain Olimar getroffen haben? Ich muss mal schauen. So, da sieht man schon aus der Ferne offene Bereiche. Da komme ich nicht rein. Da brauche ich eben unsere Wasserfreunde, die derzeit nicht zur Verfügung stehen. Aber alles gut. Gut Ding will Weile haben. Gleichzeitig ist es auch ein sehr, sehr schöner Anblick. Denn dadurch, dass alles so, ich sag mal, leer wirkt, zeigt das auch, dass wir fast alles erledigt haben. Obwohl die Liste ja sagte, dass wir erst bei 50% auf diesem Planeten sind. Naja, gut. Hier gibt es einen Ball. Den könnten wir mal runtertragen von unserem Pikmin. Einen Baseballball. Und hier gibt es auch noch einen Untergrund. Waren wir da noch nicht drin? Neue Höhle entdeckt. Nee, das war nicht die Höhle, die ich eigentlich gesucht habe. Aber rein theoretisch können wir da trotzdem mal kurz reingehen. Und die nächste Höhle dann eben direkt im Anschluss machen. Kommt mal mit, meine lieben Pikmin. Wir haben eine neue Höhle entdeckt. Vielleicht gibt es da neue Pikmin-Arten. Das wäre toll. Höhle der Hektik. Irgendjemand oder irgendetwas hat in dieser Höhle eine Wand gebaut. Anders als mir und den Pikmin gelang es Moss nicht, die Wand hinaufzuklettern. Vorläufig trennen sich unsere Wege. Ich hoffe, dass wir eine Möglichkeit finden, uns wiederzutreffen. Geschrieben von Olimar. Ist Moss vielleicht der Name des blauen Hundes von Olimar? Weil da war die Rede von Moss. Auf dem Bild von dieser Höhle war Moss zu sehen.
Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass der da vielleicht eine wichtige Rolle spielen kann. So, ich würde gerne ein paar gelbe Pigment mitnehmen, nur für den Fall der Fälle. Deswegen hier auch der kurze Tausch. Man kann aber auch mit X auf die Empfehlung gehen. Dann nimmt man die Empfehlung des Spiels mit. Ich glaube, darauf kann man immer vertrauen, oder? Naja gut. Höhle der Hektik, Ebene 1. Mal sehen. Oh, was ist das denn? So kleine Pilze? Es gab mal so einen Pilzgegner in Pikmin 1. Und der war echt fies, weil er die Pikmin leicht besiegen konnte. Es gab da allerdings einen Trick. Und zwar konnte man mit Olimar den Pilz besiegen. Denn dieser Pilz konnte dem lieben Olimar keinen Schaden zufügen. Sodass Olimar eben selbstständig und allein den Gegner besiegen konnte. Hat allerdings gedauert, denn ihr könnt euch vorstellen, der Olimar oder generell die Astronauten hier im Spiel haben so kleine Patschehändchen, sodass sie einen riesigen Pilzen nicht einfach gleich besiegen können. So. Da vorne, sind das blaue Pikmin da unter der Erde? Weil wir haben jetzt hier ein Geheimnis, welches ein Gegenstand verbirgt. Ich habe das jetzt komisch formuliert. Ich meine einfach nur, dass auf der linken Seite von uns aus gesehen eine Wasserstelle ist mit einem... Oh, das sind nur Eispigmen. Okay, schade. Ja, diese Wasserstelle meine ich mit einem Schatz. Die Frage ist nur, komme ich da durch? Also kann ich meine Eispigmen da durchwerfen? Können die irgendwie eine Art Eisfläche erzeugen? Das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Mal gucken, ob das funktioniert. So, schicken wir erstmal unsere Pikmin los, die roten auch. Und alle anderen kommen jetzt bitte mit. Das sind aktuell nur die Eispikmin. Wir probieren es mal. Vielleicht, oh, entsteht ja so eine Art Eisfläche. So. Parallel dazu können wir, was können wir denn parallel noch erledigen lassen? Ach so, ja, ihr baut ja schon die Brücke. Und die ist jetzt auch fast vollständig. Ein Teil fehlt noch. Und darum kümmert sich gerade ein Pikmin. Los, 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 schnell. Dann können wir oben schon mal weitermachen. Perfekt. Vielen Dank, mein lieber roter Pikmin. Zack. Die Kletterwand wurde fertiggestellt. Ah, die Pikmin können klettern. Aber unser Freund Ochin leider nicht. So, jetzt. Volle Kraft raus. Sehr schön. Das läuft hier wie am Schnürchen. Also, das mit der Figur testen wir gleich. Wir machen das alles Stück für Stück. Oh, was ist hier los? Ach so, leider wieder Eispigmen. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht Wasserpigmen sind. Aber das ist wohl nicht der Fall. Nicht so schlimm. So, das machen wir auf. Oder ermöglichen wir es, Ochin dann zu uns zu kommen. Dann können wir das hier noch zerstören. Sehr toll. Oh, was ist das denn? Eine schöne Vase. Die gefällt mir gut. Wie schön das ist, wenn wir so viele bunte Pikmin einfach in unserer Truppe haben. Gelb, blau, rot. Grün fehlt noch, aber grüne Pikmin gibt es nicht. Naja, wenn die Pikmin grüne Blätter haben, dann haben wir zumindest mal eine schöne Vielfalt an Farben. Neuer Schatz eingesammelt. So. 15. Da schicken wir einfach unsere Pikmin los. Upsala, falsche Taste. Ich wollte eigentlich X drücken. Das schickt meine Pikmin los. Perfekt. Schön abtransportieren, Freunde. Ihr macht das fabelhaft. Ah ja, und den Gegner haben wir auch noch am Start. Na, Gegner. Und dann haben wir da unten noch was. Also noch vieles zu erledigen. So, macht mal. Hier gibt es eine Sache. Das ist was für die Eispikmin. Und dann kann Ochin gleich helfen. Oh, oh, geht das nicht? Ochin, was ist los? Selbst Ochin kann sich da nicht durchbeißen. Oh, schade. Na gut, Ochin. Dann können wir doch in der Zwischenzeit das mal hier erledigen. Sehr toll. Da geht es dann weiter runter. Aber wir gucken erstmal, dass wir möglichst vieles hier noch erledigt bekommen, bevor es dann weitergeht. Das sieht aber erstmal ganz gut aus. Super macht ihr das. Sehr, sehr toll. Eisgelee beseitigt. Da war allerdings nichts Wichtiges drin. Aber hier. Frischen Nektar für meine Pikmin. Das ist doch mal sehr, sehr toll. Ja, ihr habt euch eine kleine Auszeit verdient, meine kleinen Racker.
Ja, erholt euch gut. Schnappt euch was Leckeres und dann kann es auch schon weitergehen. Na, seid ihr wieder fit? So, dann wollen wir das noch versuchen. Ich hab's angekündigt. Frost. 10 Stück werden gebraucht, um hier für Frost zu sorgen, oder wie? 13 nicht? Was? Wie? Wo? Weshalb? Warum? Oh nein, Utschin kann doch nicht schwimmen. Ruf ihn schnell mit deiner Pfeife aus dem Wasser zurück. Ja, ich dachte, Entschuldigung, ich dachte, meine Pikmin schaffen das jetzt. Oh nein. Schnell, da ertrinkt ein Pikmin. Rufe es mit deiner Pfeife zurück an Land. Ja, aber Wasser-Pikmin, ich meine, entschuldigt, Eis-Pikmin bestehen doch aus Wasser. Gefrorenem Wasser, aber trotzdem. Naja, was soll's. Sieh dir mal Utschin an. Selbst ein mutiges Kerlchen wie er bekommt manchmal Angst. Dränge nicht zu sehr. Tut mir leid, Utschin, so war das natürlich nicht gemeint. Okay, irgendwie ist es möglich, aber auch noch nicht möglich. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich möchte jetzt meine Pikmin nicht riskieren. Deswegen lassen wir dieses Objekt da mal stehen. Wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal zurück. Okay, also, dann lasst uns hier weitergehen. Viel mehr gibt es ja nicht zu entdecken. Aber meine Eis-Pikmin, die jetzt aktuell nur eine Knospe haben, durch die Wassersache gerade eben, können anhand des Nektars wieder zu ihren Blüten zurückkehren. Nicht komplett, ihr seht es selbst, aber zumindest zu einem großen Teil. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht einzeln da reinwerfen. Nicht alle Schätze gesammelt? Ja, leider, aber wir müssen zur nächsten Ebene. Los geht's, Utschin und meine geliebten Pikmin. Die Reise geht hier unten weiter. Höhle der Hektik, das ist die tiefste Ebene. Alles klar, Herr Kommissar. Das sieht interessant aus. Und nicht nur das, da scheint es auch noch ein Rätsel zu geben. Wir müssen irgendwie zu dem Astronauten kommen. Wusch. Sehr toll. Das gleiche machen wir hier. Auch nochmal die Energie aufladen. Und kaboom. Wunderbar. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha, okay. Dann auch hier. Oha. Was bist du denn? Okay, ein Warzenschwein, ein Wildschwein, irgendwas in die Richtung. Okay, Moment, Moment. Wir müssen das taktisch klug angehen. Wir müssen ihn überraschen, sodass er uns nicht erwartet. Genau so. Kinderspiel. Das hat ja super funktioniert. Okay, hier wackelt's. Oh, da war noch Eis-Pikmin versteckt. Zumindest können wir aktuell keine Eis-Pikmin produzieren, aber ihr seht selbst, wir kriegen anhand der Untergründe, die wir stets erforschen, so neue Pikmin. Also Eis-Pikmin. Gar nicht mal so schlecht. So, dann eine Rammattacke, damit der hier runterrollt. Das war wahrscheinlich keine sanfte Landung. Zumal er gerade eh außer Gefecht ist. Da sollte man ihn nicht weiter strapazieren. Aber so haben wir es zumindest geschafft. Schnell, 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 mach das Ding kaputt. Super macht ihr das. Ah, klasse. Auf euch ist Verlass, meine lieben Pikmin. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das sein soll. Gut, dann sehen wir uns mal die Visitenkarte an. Wen haben wir hier? Digo. Er arbeitet am liebsten allein, doch wenn seine Hilfe benötigt wird, kann man sich auf seine Muskelkraft verlassen. Okay, und der gehört zu uns? Ich wusste es. Ich wusste, dass er zäh genug ist, um hier zu überleben. Digo ist ein großartiger Scout, auch wenn er keine Rettungshunde mitnimmt. Er arbeitet eben gern allein. Seine Expertise können wir auf dieser Mission gut gebrauchen. Du hast Digo gefunden. Endlich mal wieder einer von uns. Du hast unseren Scout Digo gefunden. Jetzt wären nur noch der Arzt und der Pilot der Rettungscrew vermisst. Arzt und Pilot. Ich bin gespannt, wo wir die zwei finden werden. So, wow. Was ist das? So eine Art Fleischhammer? Nee, das muss irgendwas anderes sein. Tatsächlich kenne ich dieses Werkzeug nicht. Das ist aber ein Küchenwerkzeug, oder? Oh, ich muss passen. Tatsächlich ist mir sowas gar nicht geläufig. Sieht aus wie so ein, ja, wie so ein Fleischhammer. Aber vielleicht ist es was ganz anderes. Sowas kenne ich nicht aus dem Haushalt meiner Eltern. Und ich selbst besitze so etwas in der Art auch nicht. Weil, ja, wenn es ein Fleischhammer ist, kenne ich das ein bisschen anders geformt.
aber vielleicht erzähle ich gerade auch Quatschi und das ist was völlig anderes. Berichtigt mich gerne in den Kommentaren, denn auch ich weiß natürlich nicht alles. Auch ich lerne aber gerne dazu. Okay, man muss nicht alles wissen, man sollte aber immer neugierig sein und immer gerne lernen. Das möchte ich euch allen hier mitgeben. Lernen ist was Tolles. Egal wie alt man ist, man kann und sollte jeden Tag etwas dazulernen. Höhle der Hektik. Rettungscrew-Mitglied gerettet. Verlassene Vase. Stab der Hoffnungsrituals. Okay. Fortschritt 75%. Ja, weil uns was Wichtiges natürlich gefehlt hat. Aber gut. 40 Pikmin. Das passt so. Die nehme ich so mit, wie wir sie aktuell dabei haben. Und oben seht ihr es, Gebiet zu 50% erforscht. Das ist doch fabelhaft. Wo war denn jetzt diese Stelle, wo wir diesen komischen Captain Olimar und seinen Hund Moss getroffen haben? Falls es die waren. Hier vielleicht irgendwo? Ah, das muss hier gewesen sein. Schaut mal, da ist ein Pfeil. War das nicht diese Stelle? Wir probieren es mal aus. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, die Karte im Spiel zu haben. Das gilt nicht nur für Pikmin, das gilt auch für andere Videospiele. Man kann auch sagen, auch wenn man in dem Spiel die Karte nicht häufig braucht, auch in Spielen wie Pokémon sind die Karten sehr hilfreich, um sich so grob zu orientieren, wo man denn hin muss. Gut, in Pokémon Purpur und Karmesin ist die Karte tatsächlich sehr wichtig. In den älteren Spielen für einen groben Überblick ganz interessant, aber vielleicht nicht ganz so wichtig wie in dem neuen Spiel. So, da haben wir wieder ein Schweinchen, so bezeichne ich zumindest diese Monsterchen. Die sind aber bei der Vielzahl an Pikmin, die wir dabei haben, überhaupt kein Problem. Und wenn wir schon mal hier sind, schnappen wir uns natürlich auch gleich mal dieses kleine Schmuckstück. Sieht aus wie ein Gummiball. Oh, mit einem Loch. Okay, dann vielleicht so eine Holzperle. Meine zweite Vermutung wäre, das ist vielleicht eine Murmel. Aber nachdem ich das Loch gesehen habe mit diesem hölzernen Inneren, muss das eine Holzkugel sein, die rot bemalt wurde. Super macht ihr das. Ich bin sehr stolz auf euch, meine kleinen Helferlein. Gut. Dann können wir tatsächlich so langsam wieder zurück zur Basis, um alle Pikmin zu holen. Und dann stürzen wir uns in die Gefahr. Nämlich in diesen roten Schacht, wo wir diesen ominösen Captain Olimar und seinen Hund Moss getroffen haben. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Vielleicht stellt sich in 5 bis 10 Folgen heraus, das war die ganze Zeit nicht Captain Olimar. Der sieht dem Olimar nun zu verwechseln ähnlich aus und hat eben noch den blauen Hund. So, mal sehen. Da komme ich ja nicht weiter. Und da hinten war das doch. Da hinten ist übrigens wieder der Astronaut mit dem rosa Kopf. Ich verschiebe mal oder verlege meine Basis für den Fall der Fälle. Oh, Moment, Moment. Hier können wir noch etwas abbauen. Gelbe Knöpfe. Gelbe Knöpfe sorgen dafür, dass wir gelbe Pikmin bekommen. Das muss ich mir mal ganz kurz schnappen. Das darf ich mir nicht nehmen lassen. So, die warten an der Basis. Das ist schon okay. Ich muss jetzt nicht auf die anderen warten. Das war auch nicht da oben. Da bei dem Kürbis? Ja, doch. Wir müssen da hoch und dann über die Brücke rüber. Da war die Stelle, wo wir diesen speziellen Astronauten und seinen blauen Hund getroffen haben. Und rein theoretisch können wir jetzt hier nochmal unsere Basis verlegen. Das lasse ich aber mal. Da ich nicht weiß, wie sich das mit den Pikmin verhält, die derzeit unterwegs sind. Ich habe ja nicht alle bei mir. 5 sind an der Basis. Da sind sie aber auch sicher. Alles kein Problem. Oh, und hier gibt es noch Rohmaterial. Schaut mal. Aha. Naja, wir wollten eigentlich da rein und das machen wir jetzt auch als erstes. So, dann betreten wir das mal. Oh, was ist das? Rette den entführten Gestrandeten. Ein Testduell. Die Pikmin können dir nicht folgen. Unbeendete Aufgaben. Ja, aber haben wir eigentlich, oder? Wir haben doch nur beendete Aufgaben. Soweit ich weiß. Und hier ist übrigens die blaue Knolle. Könnte doch interessant sein für den zukünftigen Verlauf des Abenteuers, da ich ja nur dann die Möglichkeit habe, blaue Pikmin zu produzieren.
Wir werden aber blaue Pikmin wahrscheinlich vorher erst noch finden. Na gut, gehen wir jetzt rein. Die anderen sind ja eigentlich sicher an der Basis. Und die anderen, die gehen jetzt. Hä? Was geht hier vor? Warum folgen die Pikmin nicht? Ihr seid auf euch allein gestellt. Viel Glück, Katze. Und ihr auch, Ochin. Ja, danke schön, Colin. Ich hoffe, das geht gut. Los geht's! Ab geht's in den Untergrund. Oh, was ist jetzt? Wo sind wir hier? Ah, darum kümmern wir uns später. Unsere Aufgabe ist die Rettung von Gestrandeten. Alles andere ist zweitrangig. Okay, alles schön und gut, aber wo sind wir bitte? Da! Der Astronaut! Ich sehe sie! Da drüben! Oh nein, der... Kam in die Zwiebel rein? Oh nein, was ist denn jetzt los? Was passiert hier gerade? Was ist denn jetzt los? Wer das Dondori nicht mächtig ist, kann auf diesem Planeten nicht überleben. Doch die Blätter retten alle. Aber du, dir geht es gut. Denkst du etwa, dass du keine Blätter brauchst? Dann lass mich dein Können auf die Probe stellen. Haha! Oh, wie hast du das gemacht? Ist es ein Magier? Stelle dich mir im Dondori-Duell. Ich stelle dir Pikmin zur Verfügung. Sie werden dich unterstützen, solange du hier bist. Und nun höre mir gut zu. Transportiere innerhalb des Zeitlimits Objekte zu deiner Basis. Ihr Gewicht wird addiert. Die höchste Punktzahl gewinnt. Möchtest du die gestrandete Person mitnehmen, musst du beweisen, dass du mir im Dondori überlegen bist. Also, bestreiten wir ein Dondori-Duell. Okay, oh, was? Oh, das ist dieser Dondori-Modus, den es auch im Startmenü gibt, wenn man das Spiel startet. Man spielt entweder im Abenteuer, das ist das, was wir jetzt machen, oder es gibt Dondori-Duelle. Also, dass man wahrscheinlich im Multiplayer zusammen, leider nicht online, aber dass man zusammen solche Kämpfe bestreitet. Also der eine gegen den anderen. Okay, komm mit, meine Pikmin. Ich habe jetzt auch nur rote Pikmin mit diesen türkisfarbenen Blättern. Und wir müssen mehr Dinge abtransportieren. Und was hat er gesagt? Die Dinge, die größer und schwerer sind, geben mehr Punkte, oder? Aktuell haben wir Gleichstand. Okay, hier super eine Kaki. Und die Erdbeere. Wir nehmen auch die Gegner mit. Und rechts kann man die Gegner beobachten. Ich muss allerdings sagen, dass ich keine Zeit habe, zu gucken, was mein Gegner macht. Ich muss irgendwie hier versuchen, alles gleichzeitig zu managen. Okay, dann haben wir hier was. Und das sind unsere Gegner. Hä? Wir können... Können wir Pikmin zu unseren Gegnern schieben? Habe ich nicht verstanden. Okay, dann hier weiter. Los, los, los. Wir brauchen die Kaki. Du auch. Los, Ochin. Du musst helfen. So. Dann schauen wir mal hier nach. Super, habt ihr das gemacht. Toll. 27. Aktuell sieht das ganz gut für uns aus. Und hier können wir noch weitere Pikmin vermehren. Es ist noch nicht entschieden. Ja, ja. Alles gut. Mach mal halblang. Okay. Oh, der holt Gold, sehe ich gerade. Schnell, wir müssen irgendwas Ähnliches machen. Irgendwas, was sich lohnt. So, los, 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 los. Beeilt euch. Nein, das ist unsere Erdbeere. Los, Ochin. Oh, der hat einen großen Hund. Oh, wir haben den Hund gebissen. Ochin, lasst den Hund in Ruhe. Da hat er nichts getan. Also, müssen wir mal ehrlich sagen. Auch wenn das unser Gegner ist. Lasst doch den armen Hund in Ruhe. So. Hier kämpfen alle gegen jeden und alle gegen alle und keine Ahnung. Wow, wow, wow. Wer zieht stärker? Oh, das ist ja fies. Okay, das muss ich mir merken. Oh nein. Der komische Typ da ist im Dondori besser als ich. Er hat mehr Punkte als ich. Schnell, wir müssen uns beeilen. Achtung. Wo ist eigentlich Ochin? Ochin, wo bist du? Wir brauchen dich. Ochin. Oh Mann. Da oben die Limette. Da bist du ja. Jetzt trag doch nicht so einfache Dinge. Schnell. Boah, Ochin, jetzt aber. Halligalli. Mensch, ganz schnell. So, 1, 2, 3. Ihr macht das. Und dann holen wir schnell die Limette, bevor es zu spät ist. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier, den Gegner nehmen wir noch mit. Noch eine Minute. Wir haben Gleichstand. Ja, jetzt nicht mehr.
Da, ein riesiger Apfel! Stopp, das ist mein Apfel! Weg da, das ist meiner! Schnell, schnell, schnell! Ja, ich spiele ein bisschen unfair, weil ich ihn weggeschubst habe, aber es ging ja nicht anders. So, was machen die jetzt? Ja, kümmert euch ruhig um die Gegner, das ist mir egal. So. Nein! Ah, okay, nee, passt. Ey, weg da! Und jetzt, sollen wir hier vielleicht ein bisschen helfen? Mensch. Stopp. Ja, bringt alles zu mir, alles rüber. Alles in unsere Basis. 20 Sekunden noch. Oh, ist das ein heikles Dandori-Duell. Kommt schon. Super läuft das hier. 91. Ich weiß nicht, wie unser Gegner uns jetzt noch einholen möchte. In den letzten 5 Sekunden. Krieg ich die Erdbeere noch rein? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, für mein erstes Dandori-Duell war es ganz gut. Nicht perfekt, aber ganz okay, oder? Hier sieht man die Kurve. Wer wann vorne lag. Am Ende zum Glück steil nach oben. Bronze gab es dafür. Okay. Und jetzt? Die Macht deines Dandori ist überwältigend. Ich übergebe diese Person in deine Obhut. Ja, wir haben ihn gerettet. Doch leider sieht er jetzt ganz komisch aus. Der hat irgendwie ein lilafarbenes Pflanzengesicht. Und weg ist er? Wer bei allen Weltraumgeistern war das? Doch wer immer es war, er hatte recht. Du bist echt gut im Dandori. Bringen wir diese gestrandete Person jetzt zur Oberfläche. Ja, das machen wir. Aber wer ist das? Warum sieht er jetzt so aus? Wie? Dieser gestrandete Person wachsen ja wirklich Blätter auf dem Kopf. Genau wie deinem Gegenspieler bei dem Duell eben. Bring diese Person unverzüglich zur Beagle. Ja, machen wir. Okay, das passt soweit. Und dann transportieren wir die Person rüber. In der Zwischenzeit nutzen wir die Gelegenheit, um hier unter anderem das Material abzuernten, abzutransportieren. Jetzt haben wir noch ganz viele blaue Pikmin am Start. An den Kürbis kommen wir aktuell noch nicht, da dann noch etwas im Weg steht. Ich glaube, wir können hier auf der sonnigen Anhöhe gar nicht mehr so viel machen. Zumindest aktuell nicht mit den Pikmin, die wir besitzen. Das schreit schon fast danach, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hierher müssen, oder? Naja, eine Ladung Rohmaterial wurde zurückgebracht. Egal aus welcher Richtung man schaut, auf dem Kopf wachsen Blätter. Auch das Gesicht ist völlig, tja, belaubt. Vielleicht verrät uns die Visitenkarte mehr. Schauen wir doch mal drauf. Fehler. PNF 404. Fehler. Daten können nicht gelesen werden. Na toll. Wie? Die Daten können nicht gelesen werden? Aber eine biometrische Identifikation sollte doch möglich sein. Jetzt haben wir ein Problem. Wie finden wir heraus, wer das ist? Keine Ahnung. Da müssen wir vielleicht unseren Wissenschaftler Russ fragen. Der kann uns bestimmt weiterhelfen, oder? Okay, ihr kommt mal zurück. Und dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir haben viel noch im Wasser zu erledigen. Zeit zurückdrehen. Theoretisch können wir den Tag erstmal beenden, weil wir einiges erst später lösen können. Okay, also, verrückte Rasselbande. Zurück zur Zwiebel. Und Ochin, wir kehren jetzt auch zum Basiscamp zurück. Weil das meiste lässt sich dann erst wieder erledigen oder machen, wenn wir weitere Pikmin-Arten freigeschaltet haben. Ansonsten, ja, bleibt uns vieles noch verwehrt. Da sind wir auch schon wieder. Wie sich die anderen Astronauten auch freuen, Kinnis und Schnutz. Abschlussbericht Tag 4. Digo und irgendein Typ gerettet. Leute, denen Blätter aus dem Kopf wachsen. Seltsam, seltsam. Die Atmosphäre dieses Planeten enthält giftigen Sauerstoff. Daher sollte hier niemand ohne einen Helm überleben können. Auf diesem Planeten gehen merkwürdige Dinge vor sich. Ja, das kannst du laut sagen, Shepard. Gesammeltes Glycerium. Kugel des Hoffnungsrituals. Verlassene Vase. Ball der Zerstörung. Löchriges Floß. Ich glaube, mein Highlight ist diesmal das löchrige Floß. Das schwimmt doch dann nicht. Wir haben es geschafft, Chefin.
Heute haben wir unseren Scout gefunden, Digo. No. Von einem Grünschnabel gerettet, nicht zu fassen. Ich muss ziemlich nachgelassen haben. Digo, ich bin ja so froh, dass du wohlbehalten zurück bist. Dir geht es doch gut? Anführerin Shepard? Nein. Ich find's nur nett, dass du dir Sorgen machst. Die strukturelle Integrität dieses Tisches hier lässt nach. Ihm fehlt eine Schraube. Hey, Dr. Schlaumeier, du könntest dir schon etwas mehr Sorgen um mich machen. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Ich habe Neuigkeiten, was unseren Piloten angeht. Wirklich? Weißt du, wo er sich befindet? Das wäre ja fantastisch, Digo. Leider nein. Ah, der künstliche Tiefschlaf hat dir sicher zugesetzt. Wir besprechen alles Weitere dann morgen. Ruh dich erstmal aus. Gut. Die Anführerin, sie sorgt sich um mich. Ich kann es kaum glauben. Oh, aber lies sie doch bitte alles zu unserer Rettungsmission durch, bevor du dich hinlegst, damit du gut vorbereitet bist. Mambe. Muss das wirklich sein? Kurz noch zu etwas anderem. Colin, wie geht es der gestrandeten Person, die wir gefunden haben? Die mit den Blättern. Ruht sich immer noch aus, aber im Wesentlichen ist ihr Zustand unverändert. Keine Sorge, ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Gut, wir sollten so schnell wie möglich Spernows Meinung zu dieser Sache einholen. Wer ist denn Spernow? Du hast unseren Scout Digo gefunden. Jetzt werden nur noch der Arzt und der Pilot der Rettungscrew vermisst. Der Digo, oder heißt er Digo? Ich nenne ihn jetzt Digo. Tag 5 bei der Rettungsmission. Schwuppdiwuppsi. Hey, Ochi, mein kleiner Racker. Ja, du bist auf jeden Fall fit und bereit für den Tag, nicht wahr? Okay. Also, Digo, hast du wirklich unseren Piloten getroffen, als du gestrandet warst? Tja, also, ja, Bernard und ich sind uns mal begegnet, aber dann, hat ihn sich so eine belaubte Kreatur geschnappt. Eine, wie bitte? Wir sahen eine Kreatur mit Blättern auf dem Kopf jemanden auf einem großen Hund laden. Bernard und ich wollten folgen. Aber, tja, wir waren zu spät. Der Gestrandete wurde in eine Höhle geschleppt und auch in so eine Blattkreatur verwandelt. Ja, und dann? Was ist dann passiert? Das will ich gerne wissen. Das wollte ich doch gerade erzählen. Jetzt dräng mich nicht so. Ja, Entschuldigung. Jedenfalls hat uns dann dieser Laubtyp entdeckt. Wir haben die Beine in die Hand genommen. Das kann ich euch sagen. Aber als ich mich umdrehte, war Bernard weg. Vielleicht hat er es nicht rausgeschafft und wurde auch zu einem Laubling. Hey, was macht denn dieser Laubling hier? Und warum ist er ohnmächtig? Hat der das dir zu verdanken, Funke? Selbstverständlich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum diese Person ohnmächtig ist. Katze hat sie gerettet. Doch wenn man nach dem geht, was du erzählt hast, könnte dieser Laubling etwa Bernard sein? Möglich. Nebenbei waren es Bernard und ich, die uns das Wort ausgedacht haben. Laubling. Wir haben sie so genannt, weil sie überall Blätter auf dem Kopf haben. Ganz schön clever. Ich weiß. Diese gestrandete Person könnte unser Pilot sein. Aber niemand von uns weiß, wie wir ihn heilen könnten. Wir müssen diese Laublinge retten, aber ohne einen Arzt können wir nicht mehr tun. Wir müssen Spernel schnell finden. Rettungscrew, auf eure Stationen bitte. Verstanden, Chefin. Genau, verstanden. Uiuiui. Okay, alles klar. Meine Lieben, wie wird es hier weitergehen? Tippt doch mal auf dieses Video, da geht es rund. Das wird euch gefallen. Bleibt katztastisch.